Die Zukunft unserer Erde, sie geht uns alle an. Die vor dem Kollaps warnen, verhöhnt und klagt man an. Frauen mit grauen Haaren und bunten Strickmützen stehen Ende April auf dem Stephansplatz in Wien. Eine Dame hält ein Megafon in der Hand. Viele tragen Plakate, auf denen steht: Demokratie verteidigen. Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder, Omas, den Widerstand. Die Omas gegen Rechts wurden 2017 in Österreich gegründet. Aber auch in Deutschland gehen mittlerweile tausende Omas auf die Straße. Bei Demos gegen die AfD, gegen Rassismus und Antisemitismus. Kommt doch zu uns und zeigt es allen, wir sind die Omas gegen Rechts. Ich bin von den Omas gegen Rechts, Großmutter von drei Enkelkindern und Antifaschistin aus Anstand. Mit schätzungsweise 30.000 Mitgliedern allein in Deutschland sind die Omas gegen Rechts die wohl derzeit größte Frauenbewegung im deutschsprachigen Raum. Also ich war mein Leben lang auch Feministin und ich finde, dass die alte Frau im Lehnstuhl mit Marillenkuchen oder Topfenstrudel backen wirklich etwas ist, was man abbrechen muss, ja, unterbrechen muss. Wer sind die älteren Frauen, die auf den Straßen demonstrieren? Und wie viel Einfluss haben ihre Proteste? Was ich überraschend finde, ist, dass man sie sehr selten in irgendwelchen Diskussionssendungen oder so sieht. Man muss sich die Frage stellen, ist das auch im politischen Diskurs so, wie zum Beispiel in Hollywood oder im Theater, dass es dann keine Rollen mehr gibt irgendwann für Frauen ab 60 oder keinen Platz im öffentlichen Leben? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria wollen wir wissen, wer eigentlich diese Omas gegen Rechts sind, wie die Bewegung so schnell gewachsen ist und wie erfolgreich die Omas in ihrem Kampf gegen den Rechtsruck in Österreich und Deutschland sind. Mein Name ist Monika Salzer. Und ich habe 2017 die Omas gegen Rechts gegründet, als kleine Facebook-Gruppe in Österreich. Wir treffen Monika Salzer an einem Montag Ende April in unserem Studio im Standard in Wien. Sie ist 76 Jahre alt, hat strahlend blondes Haar, trägt eine rote Brille und bunte Turnschuhe. Vor etwas mehr als 6 Jahren hat Monika Salzer die Gruppe gegründet, über die inzwischen sogar internationale Medien wie die New York Times berichten. Aber politisch aktiv ist Monika Salzer eigentlich schon ihr ganzes Leben. In ihren 20ern erlebt sie die Jahre der 68er-Bewegung. Also Sie können sich vorstellen, dass das die Zeit war, wo in Wien auch Proteste begonnen haben und wo wir auch mit den Kindern dann schon, ich war sehr früh Mutter, auf Straßenproteste gegangen sind. Zum Beispiel auch die ganz große Friedensbewegung und gegen Atomenergie. Also wir waren schon als junge Menschen und ich als Studentin, ich habe damals Psychologie studiert, da waren wir auch sehr oft auf der Straße. Neben Psychologie studiert Salzer auch evangelische Theologie und interessiert sich für das politische Weltgeschehen. Also ich hatte im Studium auch viele Vorbilder von Menschen, die großartig waren. Nelson Mandela, Martin Luther King. Das war in Identität auch. Nach dem Studium arbeitet Salzer als Seelsorgerin und Psychotherapeutin. Sie hat 2 Kinder und inzwischen auch 3 Enkel. Sie ist schon im Ruhestand, als im November 2017 etwas in Österreich passiert, das sie fassungslos macht. Es ist der Moment, in dem sie beschließt, wieder auf die Straße zu gehen. Ich darf mich nochmals bei Heinz-Christian Strache, allen Verhandlerinnen und Verhandlern ganz herzlich bedanken. Wir sind froh, dass wir diese Einigung zustande gebracht haben. Sebastian Kurz, damals Shootingstar der Volkspartei, gewinnt die Nationalratswahl und geht eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ ein. Heinz-Christian Strache, zu dem Zeitpunkt Parteichef der Freiheitlichen, wird Vizekanzler Österreichs. Ich wollte aufschreien, ich wollte wirklich mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, so geht's nicht, mit uns nicht. Ihr ganzes Leben lang hat sich Monika Salzer für Menschenrechte und für Freiheit auf der ganzen Welt eingesetzt.
Und jetzt gibt es in ihrem Land wieder eine Rechtsaußenregierung. Sie will irgendetwas dagegen tun. Kurzerhand gründet sie im Netz, auf Facebook, eine Gruppe und nennt sie Omas gegen Rechts. Ich war damals auch vor 6,5 Jahren Oma schon begeisterte Großmutter. Und es ist mir dieser Oma-Begriff einfach deshalb eingefallen, weil ich die Generation Oma bin. Und in dieser Generation ist Salza offenbar nicht die Einzige, der die neue Regierung in Österreich nicht gefällt. Ich hatte Freundinnen auf Facebook und die sind sehr schnell aufgesprungen. Monika Salza weiß zwar noch nicht, dass sie hier gerade eine große Bewegung startet, die bald über Österreich hinaus bekannt sein wird. Aber irgendwie ist das schon so ein Gefühl. Ich habe zu meinem Schwiegersohn auch gesagt, wir sehen, wir sind bald 3000, ich spüre das. Es ist schön, so ein Gefühl zu haben, wenn man etwas macht, hinter dem man hundertprozentig steht. Tatsächlich treten der Facebook-Gruppe schnell immer mehr Mitglieder bei. Zu Salzas Facebook-Freundin gehört damals auch eine bekannte Journalistin, Susanne Scholl, die früher Auslandskorrespondentin beim ORF war. Und die hat sehr geholfen, durch ihre Bekanntheit das auch prominent wirken zu lassen. Ja, also das, wenn die kleine Monika Salzer das gemacht hätte, wäre das nicht so schnell in die Gänge gekommen wie mit Susanne. Und natürlich haben alle Freundinnen wieder eingeladen und wieder eingeladen und wieder eingeladen. Und dadurch war so ein Schneeball, dass in einem Monat waren wir 3000 Omas auf Facebook. Es sind mehrere hundert Menschen, die sich am Vormittag von verschiedenen Teilen der Stadt in Richtung Heldenplatz bewegen, um gegen die Angelobung der schwarz-blauen Koalitionsregierung zu demonstrieren. Am 18. Dezember 2017, dem Tag, an dem die umstrittene Regierung in Österreich angelobt wird, bringen die Omas gegen Rechts ihren Widerstand zum ersten Mal vom Netz auf die Straße. Pünktlich um 11 Uhr zum Angelobungszeitpunkt setzen dann Pfiffe und Lärm ein. Die österreichische Hochschülerschaft hat zu einer Demonstration auf dem Heldenplatz in Wien aufgerufen. Ihr könnt sich nicht vorstellen, was sich dort abgespielt hat. Da waren 2 Wasserwerfer. Wenn die in Betrieb genommen worden wären, wäre die ganze Hofburg überspült gewesen. Ja? Also das war Abschreckung. Etwa 5000 junge Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich versammelt. Und mittendrin Monika Salzer und eine Handvoll Seniorinnen aus der Facebook-Gruppe. Bleibt den Widerstand, Omas, Omas, die Wölfe dieser Welt verkaufen unsere Zukunft heute schon für das große Geld. Obwohl sie nur so wenige sind, fallen die Omas sofort im Getümmel auf. Weil wir hatten bunte Hauben und wir hatten schon ein Lied. Und die Kondolenzmappe meiner Mutter habe ich umgedreht und noch in der Früh schnell draufgeschrieben, Omas gegen Rechts mit einem Leuchtstift. Das Lied der Omas, ihre Hymne, hat Monika Salzer selbst gedichtet und komponiert. Man findet es auch auf dem YouTube-Kanal der Omas, gesungen von Caroline Koschan, die ebenfalls zu der Bewegung gehört. Ihr Jungen, ihr von morgen, sagt Stopp dem Menschenhass. Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand. Omas, Omas, die Wölfe unserer Welt verkaufen eure Zukunft heute schon für das große Geld. Für das große Geld. Monika Salzer erinnert sich, dass bei der Demo auf dem Heldenplatz ein junger Mann auf sie zukommt. Er nimmt einen der Omas gegen Rechts-Buttons mit, die sie für die Demo hat drucken lassen, für seine Großmutter, sagt er. Und da war das für mich klar, die Jugend mag uns. Und das war das ganze Jahr über, waren viele Demonstrationen und die ganzen Jahre. Aber es war immer klar, wir sind sozusagen die Rückenstärkung der Jugend. Ja, wir gehen nicht für uns auf die Straße. Nicht für unsere Pensionen, nicht für unsere Interessen, sondern unser Interesse ist, dass die Jugend noch eine Demokratie erleben wird, wie wir sie erlebt haben. Nach dem Tag auf dem Heldenplatz demonstrieren die Omas gegen Rechts regelmäßig in Wien. Zivilgesellschaftliche Gruppen rufen damals jeden Donnerstag zum Protest auf. So wie schon Anfang der 2000er Jahre bei der ersten schwarz-blauen Koalition. Mitte Januar 2018 sind Monika Salzer und ihre Mitstreiterinnen bei einer großen Demonstration der Gewerkschaften in der Wiener Innenstadt dabei. Und da waren wir dann schon, ich weiß nicht, 200 oder so sind wir da
über die Marie-Hilfer-Straße gegangen, haben unser Lied gesungen und dann ist irgendeine Frau gekommen und gesagt, da ist der schwarze Block, der schwarze Block. Der schwarze Block, also Linksradikale, die sich bei Demos schwarz vermummen und auch nicht vor Gewalteskalationen mit der Polizei zurückschrecken. Und dann haben wir den schwarzen Block gesehen, der ist von einer Seitengasse gekommen und wollte auch sich eingliedern. Und dann habe ich gerufen, Omas vor, Omas vor, Omas vor. Dann sind wir so als Gänsemarsch da durchgegangen. Und dann hat der schwarze Block auch gesagt, Omas vor, Omas vor. Rund 200 ältere Frauen marschieren vor den schwarz gekleideten Gestalten. Und das war so lustig, weil man hat noch nie so einen braven schwarzen Block gesehen wie auf der Demo. Das ist unsere Kollegin Colette Schmidt vom Standard. Sie beobachtet soziale Bewegungen in Österreich und zwar auch bei der Demonstration im Jänner 2018 dabei. Also das war einfach von der Stimmung her, sie sind einfach vor ihnen hergegangen und dahinter sind diese teils sehr, sehr jungen Männer oder Buben fast, alle ganz schwarz und vermummt, ganz brav gegangen und haben zugehört, wie die älteren Frauen vorne ihre Lieder singen und teilweise vom Zettel singen. Also dieses Bild habe ich nicht vergessen. Das war irgendwie, ich habe mir gedacht, so leicht kann man für ruhigere Demos sorgen. Auf den Demos auf der Straße werden die Omas schnell bekannt und geschätzt. Die Bewegung wächst innerhalb kürzester Zeit. Bald gründen sich in einzelnen Bundesländern regionale Oma-Gruppen. Heute zählen die Omas in Österreich 700 offizielle Mitglieder. Und auch in Deutschland rufen Frauen eigene Omas gegen Rechtsinitiativen ins Leben. Also die haben die Idee in Wien wahrgenommen über Medien und es hat sich dann verselbstständigt. Und das sind natürlich viel mehr, was jetzt nicht überraschend ist, weil es ja auch viel mehr Einwohnerinnen gibt. Vor allem im vergangenen Jahr im Zuge der großen Proteste gegen die AfD sind in immer mehr deutschen Städten Omas gegen Rechtsgruppen entstanden. Laut der deutschen Mitbegründerin Anna Ohnweiler gibt es mittlerweile über 150 Regionalgruppen und etwa 30.000 Mitglieder in ganz Deutschland. Ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass viele Frauen, die, weiß ich nicht, um 60 plus sind, vielleicht nur gewartet haben, dass sie sich auch irgendwo engagieren können oder irgendwo mitgehen können. Es gibt ja vielleicht Vereinzelte, die auf einer Demo, die vor allem von Studierenden besucht wird, mitgehen. Aber viele schreckt das vielleicht auch ab. Und wenn man da gemeinsam mit der eigenen Generation und Freundinnen mitgehen kann, ist das vielleicht doch was anderes. Bislang fehlte eben ein Angebot explizit für Frauen über 60, die sich politisch engagieren wollen. Sie sind ja auch als Erscheinung schon sehr powerful irgendwie, wenn sie da so in der Gruppe daherkommen. Vielleicht hat es einfach genau das gebraucht. Und jemand hat zufällig auf Facebook dann die Idee auch ausgesprochen, nämlich Monika Salzer. Die Omas gegen Rechts sind niedrigschwellig organisiert. Jede kann mitmachen. Auch Frauen, die keine Enkel haben. Und auch Opas, wenn sie wollen. Es hat jedes Bundesland hat eine Sprecherin. Also in den Bundesländern, das ist alles dezentral. Jede kann ein Interview geben und auch Mitglieder anwerben. In Österreich sind die Omas als Verein organisiert. Die zentrale Plattform für den Austausch ist die Facebook-Gruppe, die Monika Salzer damals gegründet hat. Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen. Und wie für einen Verein üblich, findet einmal im Jahr eine Generalversammlung statt, an der jede Oma teilnehmen kann. Da wird dann darüber abgestimmt, zu welchen Themen sich die Bewegung äußern will. Mir ist das Allerwichtigste, dass wir sehen, dass die Welt an einem Wendepunkt steht, ja, und dass die Demokratie wirklich in Gefahr ist, so wie wir das vor 6 Jahren noch gar nicht geahnt haben. Die Omas positionieren sich nicht nur gegen Rechtsextremismus, sondern auch allgemeiner für Menschenrechte. Das heißt für sie zum Beispiel auch für die Rechte von geflüchteten Menschen. Wir haben seit 3,5 Jahren in Wien am Ballhausplatz eine Mahnwache für die Menschen, die an den Grenzen Europas scheitern, zurückgepusht werden, geschlagen werden, gefoltert werden. Die Mahnwache findet seither tatsächlich jeden Tag statt. Wer in Wien zu Besuch ist, hat also gute Chancen, die Omas am Ballhausplatz zu treffen. Vor einem Jahr hat sich die Bewegung auch explizit den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Dabei unterstützen die Omas andere Gruppen, in denen sich mehrheitlich junge Menschen engagieren. Auch Gruppen, die in der breiten Öffentlichkeit eher kritisch gesehen werden. Wir sind keine Umweltorganisation, aber wir wollen nicht, dass die im Regen stehen. Und deshalb waren jetzt diese Aktionen der letzten Generation, haben wir uns hinter sie gestellt. Die Ziele der Omas sind in einem Grundsatzprogramm festgehalten.
Alt sein heißt nicht stumm sein, steht da ganz oben. Und dann die Bereiche, für die sich die Omas einsetzen. Zum Beispiel für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Aber auch für Erinnerungskultur oder für Solidarität mit der LGBTQ+-Community. Die Omas schrecken auch nicht davor zurück, sich zu Themen zu positionieren, die innerhalb der linken Bewegung kontroverser sind. Zum Beispiel der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober auf Israel. Während wir bei anderen linken Gruppen jetzt wirklich ganz deutlichen Antisemitismus erleben auf der Straße, war das hier von Anfang an klar, dass es ein Massaker passiert ist, das die Hamas zu verschulden hat und dass man sich mit der Hamas auf keinen Fall in irgendeiner Weise solidarisiert oder das irgendwie versteht. Hier sind Frauen vergewaltigt worden und ihre Solidarität gehört diesen Frauen. Dass die Omas hier so eindeutig Position beziehen, dass es, anders als bei vielen anderen linken Gruppen, zumindest nach außen hin kaum Streit gibt, das hat auch unsere Kollegin Colette Schmidt fast etwas überrascht. Vielleicht, weil sie wirklich in ihren Überzeugungen gefestigt sind und nicht irgendwelchen TikTok-Trends nachlaufen. Ich könnte mir denken, dass das eine Rolle spielt, dass sie viel gesehen haben in ihrem Leben. Es sind auch einige, aber das ist wirklich nicht die Mehrheit, aber es sind auch einzelne Nachfahren von Holocaust-Überlebenden oder Holocaust-Opfern dabei, die wissen, wo Faschismus hinführt, wenn man ihn lässt. Und das ist vielleicht genau der Grund, dass die da so eine klare Linie fahren. Inzwischen gibt es auch über Österreich und Deutschland hinaus Gruppen, die sich nach dem Vorbild der Omas gegründet haben. Zum Beispiel in der Schweiz, in Südtirol oder auch in Polen. In den einzelnen Ländern agieren die Initiativen eigenständig und stehen eher lose miteinander im Kontakt. Bis jetzt. Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet. Ein Veranstaltungssaal in der Wiener Innenstadt, Ende April. Es ist Samstagmorgen. Im Raum herrscht reges Treiben. Ungefähr 130 Frauen haben sich hier versammelt. Sie kommen aus ganz Österreich und Deutschland. Aber auch einzelne Besucherinnen aus Südtirol oder sogar Polen sind angereist. Es ist das erste Europaforum der Omas gegen Rechts. Und das wollten auch wir uns mal anschauen. Ich begrüße sehr herzlich die Omas aus Deutschland auch, die eigentlich die Idee gehabt haben, dass wir uns hier treffen. Monika Salzer eröffnet das internationale Treffen der Omas. Die Teilnehmerinnen erwartet ein dichtes Programm. Es gibt Vorträge und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Manche Omas machen sich eifrig Notizen und immer wieder gibt es bestätigende Zwischenrufe oder Applaus für die aktuellen Rednerinnen. Ziel des Europaforums: Die Omas wollen sich über die Ländergrenzen hinweg vernetzen. Wir haben uns bei diesem Treffen auch ein bisschen umgehört. Also wir müssen los, es geht gar nicht anders. Und immer wieder, und das finde ich so schön, dass man von allen jetzt hier mal so bestätigt bekommt, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Ne? Das ist schon emotional, ja. Als Einzelkämpferin auf der politischen Ebene, ja, ist man so verloren. Und dieses Miteinander, also so viele Frauen zu kennen, die an derselben Front tätig sind, ist einfach, das bestärkt, das gibt Kraft. Wir haben erst vor kurzem eine Gruppe gegründet in unserer Stadt und dann habe ich mich hier gleich angemeldet, um zu sehen, in welchen Ländern gibt es alles Omas. Meinen Enkelinnen gefällt das sehr. Ja. Das ist ja natürlich auch was, wenn die Oma bei den Enkelinnen plötzlich ein bisschen Stellenwert kriegt, ne? Genau, es macht einen stärker und unterstützt so diese Kraft, die man hat. Und man fühlt sich schlagkräftiger und denkt sich, ja, es tut sich wirklich was. Wir sind überall. Man hört viel Enthusiasmus bei den Frauen und auch immer wieder ein bisschen Humor. Alerta, Alerta! Die Omas sind im Härter! Alerta, Alerta, Antifaschista, so geht ein bekannter antifaschistischer Spruch. Also Achtung, Achtung, Antifaschisten. Die Omas haben den Schlachtruf einfach gekapert.
Übrigens sieht man bei dem Forum nicht nur Omas, sondern auch der ein oder andere Opa lässt sich blicken. Dass also nicht nur Geranien angeguckt werden und auf Friedhof gewartet wird, sondern entsprechend bewegt wird und einfach auch die Verantwortung übernommen wird. Und, gut, wir sind ja auch ein Stück weit schuld an dem, was jetzt ist. Und da sollte man sich auch wehren, wenn Sachen sich dann doch anders entwickeln, als man so ursprünglich mal gedacht hatte. Organisiert wurde das Europaforum von den Omas in Österreich und Deutschland. In Deutschland gibt es gleich zwei größere Initiativen. Eine im Süden, die wie die Österreicherinnen als Verein organisiert ist, und eine im Norden, die sich eher als lockeres Bündnis aus einzelnen Ortsgruppen zusammengeschlossen hat. Das, was ich in Deutschland sehe, ist eine unglaubliche Kraft, die hinter den Omas auch steht. Der Norden ist irgendwie so, das sind ganz andere Menschen, die sind irgendwie so von dieser wahnsinnig tollen Luft in Norddeutschland erfasst und so kräftige, tolle Frauen. So beschreibt Monika Salzer später ihre Eindrücke. Auch wenn die Gruppen von den Strukturen her etwas unterschiedlich aufgebaut sind, so basieren doch alle auf denselben Grundsätzen und verfolgen die gleichen Ziele. Das war auch sehr wichtig, dass sie uns versprochen haben, dass sie unsere Statuten und unser Logo und viele andere Sachen, den Grundsatztext übernehmen. Beim Treffen in Wien herrscht jedenfalls große Begeisterung, was die einzelnen Ortsgruppen schon alles umgesetzt haben. Das Forum ist aber kein reines Vernetzungstreffen. Wir möchten gern einen Brief an die Jugend oder ein Manifest an die Jugend noch beschließen. Denn ihre Kernaufgabe sehen die Omas darin, die Demokratie auch für die Nachfolgegenerationen zu sichern. Deshalb wollen sie noch stärker auf junge Menschen zugehen. Vor allem vor den Nationalratswahlen im Herbst in Österreich und den Europawahlen im Juni. Es wird ja viele Demonstrationen noch geben, da gehen wir mit. Wir werden Filme eben machen auf Social Media und den jungen Leuten sagen, ihr seid jetzt 16, ihr dürft wählen, ihr habt noch nie gewählt. Ihr habt noch nie Europa gewählt. Wählt bitte Europa. Ja? Glaubt an Europa. Europa ist ein Friedensprojekt. Ihre Kampagne wollen die Omas auch auf TikTok starten. Ihre Botschaft an die Jugend: setzt euch dafür ein, die Demokratie zu bewahren. Ich weiß nicht, warum der Rechtsextremismus für viele so attraktiv ist. Ich weiß nicht, warum sie es nicht sehen, verstehen, dass das so zerstörerisch ist. Ich kann gar nicht so viel Frust im Leben haben, dass ich sage, ich will, dass die Zukunft meiner Kinder zerstört wird. Und das ist es. Ich schieße mir selbst ins Knie. Das ist Rechtsextremismus. Beim Europaforum der Omas gegen Rechts zu sehen, wie viele Frauen sich in unterschiedlichen Ländern für die Demokratie einsetzen, das hat Monika Salzer jedenfalls in ihrem Engagement bestärkt. Es ist auch so, dass ich gestern zu meinem Sohn gesagt habe, du, dieses Europaforum war der größte Erfolg in meinem Leben. Ich habe so viel sozusagen Klatschen, Begeisterung, Zurufen und Begeisterung der Omas gespürt. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Die Gruppen in den unterschiedlichen Ländern profitieren auch gegenseitig von ihren Erfolgen. In der Schweiz haben gerade die sogenannten Klimaseniorinnen ein großes Ziel erreicht. Das Gericht gab einer Gruppe Schweizer Seniorinnen Recht. Ihr Land habe mit mangelndem Klimaschutz die Menschenrechte der Klägerinnen verletzt. Die Frauen hatten argumentiert, dass sie aufgrund ihres hohen Alters besonders unter den häufiger auftretenden Hitzewellen litten. Die Seniorinnen hatten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Schweiz geklagt, weil sie nicht genug für den Klimaschutz tue. Mit Erfolg. Die Schweiz muss nun ihre Gesetze entsprechend anpassen. Ein wegweisendes Urteil, auch für Monika Salzer und ihre Mitstreiterinnen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Die haben jahrelang dafür gekämpft. Und es hat interessanterweise auch das Interesse an uns mehr geweckt. Ja, also da hat man gesehen, aha, alte Frauen schaffen doch etwas, ja, und das muss man ernst nehmen. Denn dass sie in ihrem Protest ernst genommen werden, das ist für die Omas nicht gerade selbstverständlich. Über ihre Aktion wird zwar immer wieder berichtet, aber doch oft mit einem Schmunzeln. Man findet die Omas nett, belächelt sie. Das liegt natürlich einerseits an dem Namen. Mit Oma verbindet man jetzt erstmal keinen harten Widerstand. Aber eine Bewegung wie die Omas gegen Rechts gab es auch bisher so in der Geschichte noch nie.
ältere Frauen, die sich bewusst zu einer politischen Gruppe zusammenschließen? Naja, ich glaube, bei den ganz frühen feministischen Bewegungen, auch bei den Suffragetten, da waren schon auch einzelne ältere Frauen dabei. Die Suffragetten, so erklärt es unsere Kollegin Colette Schmidt, waren Frauen, die in England und den USA Anfang des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht kämpften. Und unter ihnen waren durchaus auch Frauen über 50. Beziehungsweise gab es Feministinnen, die einfach nie aufgehört haben, auf die Straße zu gehen, auch als sie schon älter waren. Also das ist nicht etwas, was es nicht gibt. Aber dass sie sich genau in dem Alter formieren und zusammentun, das ist das Neue, glaube ich. Dass das Konzept so neu ist, liegt vermutlich auch daran, dass sich das Altern insgesamt verändert, gerade in westlichen Gesellschaften. Die Menschen werden immer älter, bleiben gesundheitlich länger fit und können auch mit 70 oder 80 Jahren noch eigenständig agieren. Gleichzeitig brechen traditionelle Familienstrukturen weg. Viele ältere Menschen suchen aktiv nach einer Gemeinschaft, um nicht zu vereinsamen, und nach sinnstiftenden Aktivitäten für ihre freie Zeit. Also ich war mein Leben lang auch Feministin und ich finde, dass die alte Frau im Lehnstuhl mit Marillenkuchen oder Topfenstrudel backen wirklich etwas ist, was man abbrechen muss, ja, unterbrechen muss. Monika Salzer sagt, für sie war immer klar, dass sie sich gerade im Alter nicht einfach zurücklehnen möchte. Liegestuhl, Buch lesen, Reisen machen, das ist nicht alles, das ist Verantwortung bis zum Ende. Bis du stirbst, hast du Verantwortung diesen jungen Menschen gegenüber. Und es sind dann die Enkelkinder, aber es werden dann auch vielleicht die Urenkel sein. Egal. Diese Generation braucht unsere Unterstützung. Ihr politisches Engagement ist für Monika Salzer heute schon fast ein Teilzeitjob. Meine Überzeugung ist, dass du nicht mit 65, wenn du in Pension gehst, alt genug bist, um aktiv zu sein politisch. Ganz im Gegenteil, endlich bist du frei, endlich hast du keinen Chef mehr, endlich sind die Kinder erwachsen, endlich erlebst du so das, was in der Altersforschung beschrieben wird als späte Freiheit. Und das merke ich bei den Omas, die politische Arbeit gibt ihnen Sinn. Und ich glaube, dass man diesen Sinn bis am Ende seines Lebens sich erhalten sollte. Vielleicht erklärt es auch, warum die Omas gegen Rechts so schnell gewachsen sind. Was ich aber dann überraschend finde, ist, dass man sie sehr selten in irgendwelchen Diskussionssendungen oder so sieht. Als größte Frauenbewegung in Österreich und Deutschland sind die Omas im öffentlichen Diskurs eigentlich wenig präsent, meint unsere Kollegin. Das sind sehr eloquente ältere Frauen und man muss sich die Frage stellen, ist das auch im politischen Diskurs so wie zum Beispiel in Hollywood oder im Theater, dass es dann keine Rollen mehr gibt irgendwann für Frauen ab 60 oder keinen Platz im öffentlichen Leben? Was unsere Kollegin Colette Schmidt auch sagt, die Omas hätten das Potenzial, nicht nur für die jungen Menschen und deren Zukunft einzutreten, sondern auch eine Stimme ihrer eigenen Generation zu sein. Das ist eine Generation, die auch noch wählt und kauft und Entscheidungen trifft. Das vergessen viele Leute oft. Im Vergleich zum Beispiel zu den Bauernprotesten in Deutschland und Österreich Anfang des Jahres wurde über die Forderungen der Omas bisher viel weniger berichtet. Bei den Bauernprotesten, da war ja natürlich auch mit Landwirtschaftskammern und Ähnlichem, da waren ja schon große Bewegungen dahinter, die das gepusht haben. Die Omas gegen Rechts haben dagegen keine Lobbyorganisation im Rücken. Hier haben sich einfach Frauen privat zusammengeschlossen. Da dauert das sicher länger, bis man so ernst genommen wird und wahrgenommen wird, zumal als Frau. Die Omas werden allerdings nicht nur belächelt, sie werden zum Teil auch angefeindet. Die Rechten versuchen es ein bisschen auch in Deutschland massiver. Gerade in Ostdeutschland werden die Seniorinnen zum Teil auf Demos von AfD-Anhängern angegangen. Aber auch in Österreich hat Monika Salzer schon Anfeindungen erlebt. Von rechtsextremen Gruppen wie der Identitären Bewegung. Die sagen, wir sind verrückt, wir brauchen Tabletten, wir sind nur meine Frage der Zeit, dann sind wir eh tot. Also diese Geschichten gibt's, aber das stört mich überhaupt nicht. Das ist nur eine Bestätigung, dass wir wichtig genug sind, um kommentiert zu werden. Was Monika Salzer Sorgen macht, das sind weniger die Beleidigungen gegen ihre Bewegung, sondern die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Österreich und Europa. Es hat sich leider die Politik in einer Weise verschärft und der Rechtsruck, dass ich mir das nie vorstellen habe können. Also damals, vor 6,5 Jahren, waren wir sozusagen die Mahnerinnen, aber das, was eingetreten ist, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Monika Salzer ist Teil einer Generation, die nach dem Krieg am Aufbau der Gesellschaft mitgewirkt hat.
die im Gegensatz zu ihrer eigenen Großmutter und ihrer Mutter als Frau viel mehr Möglichkeiten hatte. Wir wollen deshalb von ihr wissen, ob es sie wütend macht, was daraus geworden ist. Nein, ich bin nicht wütend, sondern ich habe eher Schuldgefühle, weil ich den Eindruck habe, dass wir zu viel verbraucht haben in dieser Welt und dass die Jugend jetzt viel schlechtere Startbedingungen hat, als wir hatten. Monika Salzer findet, dass ihre Generation deshalb besonders in der Verantwortung steht. Und das sehen offenbar auch viele andere Frauen in ihrem Alter so, die sich den Omas anschließen. Wobei wir uns gefragt haben, warum eigentlich nur die Frauen? Es gibt zwar auch den einen oder anderen Mann bei den Omas gegen rechts, aber wo sind eigentlich die Opas gegen rechts? Die Opas sind zu faul. Erstens sitzen sie an sehr entscheidenden Funktionen, manche noch immer in irgendwelchen Aufsichtsräten und prägen diese Welt und haben diese Welt geprägt. Und zweitens sind sie gekommen und haben gesagt, ja, warum habt ihr nicht auch Opas gegen rechts gegründet? Haben wir gesagt, gründet sie ja selber, ja. Was es auf Facebook gibt, das ist eine Gruppe namens Opas gegen links. Laut eigener Beschreibung allerdings eine Satiregruppe. Und was vielleicht auch eine Rolle spielt, aktuelle Statistiken zeigen, dass Frauen heute tatsächlich insgesamt linker wählen als Männer. Das gilt vor allem für jüngere Wählerinnen. Anders als in den 1950er und 60er Jahren, wo Frauen noch deutlich konservativer gewählt haben als Männer. Die Omas gegen rechts spiegeln also gewissermaßen auch eine Veränderung im Wahlverhalten wider. Aber prinzipiell sind die Männer zu faul. Sie würden sich gern von uns ein bisschen verwöhnen lassen. Überhaupt ältere Männer finden, dass die Frau sozusagen ihr Hotel ist und sie bei uns andocken können, um versorgt, getröstet und verwöhnt zu werden. Und darauf haben wir gar keinen Bock. Fragt man Monika Salzer, was sie antreibt in ihrem Kampf für Menschenrechte und gegen rechts, sagt sie, die Hoffnung. Zu verzweifeln ist keine Option. Wir haben Verantwortung bis zum Ende. Solange wir noch gehen, stehen, hören und sprechen können, haben wir Verantwortung. Und ich liebe meine Kinder und meine Enkelkinder und sehe nicht ein, dass die vielleicht in einem Zukunftshorror-Szenario leben sollen. Monika Salzer sagt, dass die Hoffnung in der Geschichte der Menschheit schon viel bewegt hat. Wir schaffen das. Da finde ich, das hat Merkel gut gemacht. Dieser Spruch, wir schaffen das, das hat sehr viel an Hoffnung gegeben und Mut. Wir dürfen uns nicht unterschätzen. Gerade junge Menschen haben so viele neue Skills und so eine Begabung für Komplexität, mit der wir ja gar nicht mehr ganz mitkommen. Ja? Die Komplexität durch die Medien, durch verschiedene Informationen. Und ich bewundere die Jugend. Sie schafft das. Trotz des Rechtsrucks in Europa, trotz der Kriege und Konflikte in der Welt, obwohl die FPÖ in Österreich so stark ist, will Monika Salzer auf keinen Fall den Mut verlieren. Dieses ewige Runterreden ist auch ein rechtes Phänomen. Ja? Alles schlecht machen, sie sind immer die Opfer. Das ist unerträglich, wie sich Rechte immer zu Opfern stilisieren. Alles negativ. Die Demokratie ist keine Demokratie mehr, lese ich dauernd auf Instagram von den Deutschen. Wir leben ja in gar keiner Demokratie. Sind die völlig verrückt? Sie sind verrückt. Sie reden den Leuten ein, in Deutschland gibt es keine Demokratie. Dabei hat Deutschland wirklich eine starke Demokratie. Also warum ins Boxhorn jagen lassen? Dass die Bewegung der Omas 6 Jahre nach ihrer Gründung so groß ist, dass es europäische Vernetzungstreffen gibt, das hat sich Monika Salzer bei der Gründung ihrer Facebook-Gruppe wohl nicht ausgemalt. Vermutlich hat sie auch nicht damit gerechnet, dass der Druck von rechts heute noch viel stärker sein wird. Aber Monika Salzer sagt, die Omas lassen sich nicht unterkriegen. Wir sind viele. Es ist schön. Schönes Gefühl. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Sie uns persönlich treffen wollen, dann haben Sie dazu diesen Sonntag die Chance, und zwar in Innsbruck auf dem Journalismusfest. Los geht's um 13 Uhr und wir diskutieren über die Frage, wohin Österreich steuert. Die Teilnahme am Festival ist kostenlos und wir freuen uns natürlich auch, den einen oder die andere dort zu treffen. Weitere Infos gibt's auch unter journalismusfest.org. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sandra Sperber, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heistergamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss. Und Baba. Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standard-Redaktion liefert Antworten. Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.